Hallo Leute, wir haben euch letztes Mal ja schon verraten, dass wir dieses Mal einen Gaskasten bauen. Und das hat auch seinen Sinn und Zweck. Viele von euch haben uns böse Kommentare geschrieben, ich sage jetzt mal böse, die haben uns für verrückt erklärt, dass wir mit nach 13 Kilogramm Gasflasche im Schrank in einem geschlossenen Raum schlafen. Und ich muss sagen, ihr habt recht. Wir haben uns schon länger Gedanken gemacht, wie man einen Gaskasten realisieren könnte. Und einen Gaskasten selber bauen mit Tür abdichten und lassen wir sein. Wir haben uns eine Alukiste bestellt, die ist staub- und wasserdicht. Und die nutzen wir jetzt als Gaskasten oder wollen als Gaskasten nutzen. Wir werden uns die im Schrank fixieren, da passt eine 3 Kilogramm Gasflasche rein. Also wir haben gelernt, das reicht völlig aus für unsere Zwecke. Und wir betreiben ja nur unser Kochfeld damit. Und wir werden das Ganze mit einem 10er Rohr an die Außenwand leiten und da mit dem Lüftungsgitter verschließen und so den Zugang nach draußen gewähren. Wenn dann die Gasflasche losgeht, geht alles raus und bleibt nicht im Auto. Ich habe auch mal gegoogelt und Google erzählt mir dann so Sachen wie auch eine 3 Kilogramm Gasflasche würde ausreichen, um das Auto in die Luft zu jagen und geschweige ersticken, und das wollen wir ja nicht. Also wir sind jetzt ein Jahr ruhig damit gefahren und wir haben es überlebt. Da hängt jetzt unsere Kiste. Die können wir von außen öffnen. Und da steht die Gasflasche drin. Ich hole die Gasflasche mal raus. So. Da unten in der Kiste seht ihr, da geht es nach draußen. Das Ganze haben wir mit Sikaflex abgedichtet. Im Rohr, oben wo der Schlauch reinkommt, Schrauben auch abgedichtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonniert fleißig den Kanal und wenn noch Fragen bleiben, in die Kommentare damit.
Und nächstes Mal gibt es dann ein Video über die Kühlbox, denn die ist bestellt und die ist auf dem Weg. Ich bin schon gespannt.